Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wir werden jetzt mal gemeinsam den Philly Unicorn Rainbow Tower oder den Regenbogenturm zu Deutsch etwas genauer unter die Lupe nehmen, denn man kann ihn, glaube ich, auch öffnen. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist von einer Seite transparent. Das sieht dann fast aus wie bei einem Fahrstuhl. Und hier unten kann man den Turm öffnen. Wie man sieht, sind hier auch zwei verschiedene Farben. Das sieht eher orange aus und das ist auf jeden Fall rosa. Ich habe den schon so gekauft, also der ist noch nicht benutzt. Vielleicht ein Fehler der Fabrikation. Kann man nichts machen, müssen wir jetzt so nehmen oder umtauschen, aber jetzt habe ich ihn schon ausgepackt, also so. Das ist also dann der ausgeklappte Regenbogenturm, wo die Prinzessin Sparkle drin wohnt. Ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Und das ist wirklich ein Fahrstuhl, wo man dann die verschiedenen Stockwerke erreichen kann. Ich würde jetzt sagen, wir richten mal den Regenbogenturm gemeinsam ein. Wir kleben jetzt erstmal die Aufkleber auf, bevor wir die ganzen Möbel einräumen. Oben sind dann noch weitere Aufkleber. Ich habe die jetzt schon mal für euch angebracht. Das war nämlich eine ganz schöne Fummelarbeit. Und hier drin sind dann noch die versteckten Kristalle. Und außen noch weitere Philly Unicorns. Und jetzt setzen wir mal die Möbel ein. Hier haben wir einen Tisch. Den setze ich mal hier oben rein. Dann haben wir ein Bett. Das setze ich mal hier ein. Dann haben wir hier noch einen Spiegel. Den setze ich jetzt einfach nach hier. Einen Schrank. Den stelle ich hier hinein. Eine Vitrine mit Büchern oder Kommode. Und ein weiterer Tisch. Der kommt jetzt hier rein und eine Säule ist hier unten noch abgegangen. So, und dann haben wir jetzt noch jede Menge Kleinteile, die können wir dann beispielsweise hier auf den Tisch stellen oder in den Schrank tun. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz die Features. Und am Ende machen wir dann die Philly-Überraschungstüte auf. Hier haben wir eine Lampe. Wenn man da drauf drückt, sieht man hier ein Licht. Das kommt von dort oben. Das ist sozusagen die versprochene Beleuchtung des Spielzeugs. Und hier, wenn man auf das Herz drückt, dann wird Musik gespielt. Genau, das ist auch das einzige Lied, was gespielt werden kann. Wenn ich jetzt nochmal drauf drücken würde, dann würde dasselbe Lied nochmal von vorne spielen. So, jetzt kommen wir zu der Philly-Überraschungstüte. Und es ist ein weiteres Philly-Unicorn. Namens Alvara. Und sie ist eine Hüterin. Dazu noch die Philly-Einhorn-Geschichte und das Regenbogenspiel, passend zum Regenbogenturm.
Auf jeden Fall eine nette Idee, noch ein weiteres Filly-Unicorn mit dabei zu tun. Sonst hätten wir nur die Prinzessin Sparkle. Aber so haben wir noch Alvara, die Hüterin. Alvara hütet die Freundschaftsbäume. Wenn zwei Fillies Freunde werden, ritzen sie ihre Namen in einer dieser magischen Bäume. Und ihre Freundschaft wird von nun an ewig halten. Dieses Filly-Unicorn werde ich jetzt auch noch in unser Haus stellen. Und ganz oben kommt dann noch Prinzessin Sparkle. So, das war's jetzt zu unserem Filly-Unicorn-Regenbogen-Turm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!